Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Wir sind gerade bei dem Morph-Dämon angekommen, unserem nächsten Endboss, der die Menschen versiegelt hält. Wir müssen uns die Löwenklaue ausrüsten, denn die ist sehr effektiv auf den Boss. Und jetzt können wir uns bereit machen. Und er verwandelt sich in einen Yeti. Und er schmeißt Eiskristalle. Und verursacht jetzt Unwetter. Und wir dürfen nicht, wenn möglich, nicht in die Kristalle hinein. Ich werde mich hier unten halten. So, und da kann mir nichts passieren. Also relativ wenig. Da muss ich nur in zwei Richtungen drücken. Nach unten und nach links nämlich. So, jetzt nach unten. Und jetzt nach... Na, nach unten und nach rechts, meine ich. Ah, nach unten. Ah, toll. Danke. Ach, nochmal. Macht ganz schön starken Wind. So, die erste Form ist Geschichte. Der Yeti gibt auf. Er merkt, dass er damit nicht so großen Erfolg hat. Gibt uns kurzzeitig seine richtige Version. Seine richtige Form. Und verwandelt sich dann in einen Schattenmagier. Den können wir aber nicht auf herkömmliche Weise besiegen, sondern diesmal müssen wir die Bumeränge zurückschießen. Na komm her. Wo stellst du dich hin? Da. Dir zeige ich's. Ja. Ich hatte mal das Problem bei dem hier. Ich habe ja Terranigma schon mal durchgespielt. Deswegen kann ich mir auch erlauben, dieses 100%-Ding zu machen. Deswegen ist das nicht ganz so unfair, dass ich das schon mal durchgespielt habe. Abgesehen davon liest der Herr Nex ja nicht vor. Zumindest nicht sehr viel. Was ich ja überall mitnehmen werde, in jeder Stadt. Ja, auf jeden Fall, da hatte ich mal das Problem, dass ich bei dem Typen hier, bei dem Schattenmagier, glaube ich, 4 Knollen verbraucht habe. 4 von den guten Knollen. Oh, Volltreffer, sehr gut. 4 von den guten Knollen hatte ich verbraucht, weil der immer in mir gespawnt ist. Der hat sich so komisch rumbewegt, ist in mich reingegangen und hat geschossen, bevor ich aus dem rauskam. Ich konnte überhaupt nichts machen. So, aber wir haben den Magier jetzt besiegt. Und jetzt ist nämlich die Löwenklaue essentiell. Denn jetzt zeigt sich der Morph-Dämon in seiner wahren Form. So, und wenn man ihn erwischt hat, wird er zu Fledermäusen. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ziemlich böse. Und ja, es ist sehr wichtig, dass man hier die Löwenklaue ausrüstet. Sonst dauert dieser Kampf Stunden. Es gibt da noch einen Kampf, der Stunden dauert. Wenn man da auch nicht den richtigen Trick benutzt. So, hier kann ich einmal durch. Denn da zieht man mit der normalen Waffe, egal was man für eine Waffe hat, da gibt's, da zieht man durchweg meistens nur 2-3 ab. Und wenn ich hier den Feuerstab benutzen würde, ich könnte das mal demonstrieren, mache ich aber nicht. Wenn ich hier den, das könnt ihr dann wahrscheinlich beim Herrn Nex sehen, weil der ist da sicher zu faul, die Waffe zu wechseln, weil er denkt, Feuer ist stärker und Feuer hier auf Eis sieht gut aus. Da kann ich es ruhig mal riskieren, einfach mit dem Feuerspeer rumzuhampeln. Auch wenn der Feuerspeer 10-mal weniger abzieht. Und guck mal, jetzt sind wir hier schon durch und haben nur eine Knolle gefressen und hätte man nicht mal machen müssen. Morph-Dämon besiegt. Ark, der Tag ist gekommen, die Menschheit wieder zu erwecken. Menschen sind intelligente Tiere mit der Fähigkeit, Dinge zu erfinden. Doch sie sind sich der Macht, die sie besitzen, nicht bewusst. Ark, du musst weiterhin für das Wachstum der Welt sorgen. Und damit haben wir die Welt
in ihren Kinderschuhen erschaffen. Zuerst gab es nichts. Danach gab es die Blumen, die Sauerstoff herstellten und für weiteres Leben sorgen konnten, wie zum Beispiel das Leben der Säugetiere. Die Säugetiere benutzten den Sauerstoff und nahmen die Blumen und Pflanzen allgemein als Nahrung. Doch auch diese Tiere wurden zu Nahrung, wenn sie schwächer waren als andere. Die Tiere pflanzten sich fort, um Nachkommen zu züchten. Doch dann kamen die Dämonen ins Spiel. Die Dämonen, die die Welt zerstören wollten. Bis zu dem Tag, an dem der Held auftauchte und die Dämonen zurechtwies. Dieser Held sind wir. Kapitel 3 Licht und Schatten. Kapitel 3 ist außerdem das längste Kapitel. Und dort haben wir es jetzt schon hineingeschafft. Und ab jetzt gibt es Menschen. Du bist wach? Wie geht es dir? Das muss ich Lord Kumar berichten. Wie schön, dass du erwacht bist. Und das ist wohl unsere Pflegerin. Und Lord Kumari hat hier wahrscheinlich das Sagen. Und wir befinden uns hier in Lhasa. Schneemänner als Krüge. Hallo, alter Mann. Lhasa gehört zu keinem Staat. Es gibt keinen Führer. Unter den Augen Lord Kumaris leben wir in absoluter Harmonie. Na dann kann ja eigentlich nichts schief gehen. Um uns vor Wind und Schnee zu schützen, bewohnen wir Steinhöhlen. Das ist relativ klug, mein lieber Freund. Das ist relativ klug. Man könnte ja hochklettern. Muss man aber nicht. Ich durchsuche jetzt hier erstmal die Steinhütten. Ja, na, auf jeden Fall macht ein Jack. Jacks sind wichtig. Sie transportieren Dinge und geben Milch und Fleisch. Außerdem kann man auf ihnen reiten, wenn sie wollen. Guten Tag. Hast du Lord Kumari gesehen? Er war äußerst besorgt um dich. Lord Kumari hat wunderbare Kräfte. Noch haben wir ihn nicht gesehen, aber wir werden bald zu ihm gehen. Hier war unser Bett, ja. Hallöchen, holde Dame. Geht es dir gut? Du hast sehr lange tief und fest geschlafen. Verausgabe dich nicht. Iss, damit du zu Kräften kommst. Hi, ich heiße Laki. Gut, dass es dir besser geht. Ja, hallo Ark. Ich habe dich gerettet. Du warst bewusstlos, als ich dich fand. Ich machte mir große Sorgen. Nur gut, dass du mich gefunden hast. So, hier ist unser Freund. Und wo geht es hier hin? Hier entlang? Hallöchen, kleiner Mann. Wenn ich groß bin, werde ich als Mönch Lord Kumari beschützen. Mach das. Oh, du bist es. Du bist doch noch aufgewacht. Gut geträumt.
Entschuldigung, gerade ein bisschen komisch gesprochen. Hast du Lord Kumari schon besucht? Lord Kumari ist da. Okay. Erweise ihm deinen Respekt. Klar, Lord Kumari ist da und folglich muss man ihm seinen Respekt erweisen. Das ist... Lord Kumari ist übrigens hier hinten, aber da... Da gehe ich gleich hin. Ich möchte erstmal den Rest von Lhasa untersuchen. Untersuchen, erkunden passt, glaube ich, eher besser. Hallöchen! Willkommen, wie kann ich dir helfen? Was ist das denn? Wehrt Flüche ab. Oh, cool. Ich wusste noch nicht mal, dass es hier einen Laden gibt. Wenn ich ganz ehrlich bin. So. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, nehme ich jetzt mal hier so viele mit. Und hier so viele. Und gegen Gift. Jetschen Gift. Nehme ich mal noch zwei extra mit. Flüche, wie gesagt, Flüche. Haben wir erstens 6 Waldkraut, falls wir verflucht werden. Und zweitens weiß ich gar nicht, von welchen Viechern man verflucht wird. Ich wurde bisher, glaube ich, noch nie verflucht. Aber für den nächsten Levelabschnitt ist es wichtig, dass wir nicht vergiftet werden können. Denn da kann man relativ häufig vergiftet werden. Wenn ich sage relativ häufig, dann ist das untertrieben, denn man wird zuhauf vergiftet, wenn man nicht so eine Rüstung trägt. Hallöchen! Lord Kumari heilt jede Krankheit oder Verletzung. Ein Wunderheiler, wie es scheint. Dieser Tempel ist der geistliche Versammlungsort der Dorfbewohner. Der Glaube gibt mir Kraft, trotz aller Probleme zu überleben. Der Tempel. Die Gegenwart ist bestimmt durch Geschehnisse in früheren Leben. Lange irrten unsere Seelen umher, doch dann kehrten wir in Körper zurück. Was geschah, hängt mit einem vergangenen Ereignis zusammen. Alles, was die Menschen tun, prägt die Zukunft. Die Vergangenheit prägt die Gegenwart und diese die Zukunft. Alles Leben kann seine körperliche Form verlieren. Wir beten für Glückseligkeit im nächsten Leben. Und ich speichere einmal. Damit haben wir Lhasa erkundet. Und nun können wir uns zu Lord Kumari begeben. Nein, das war nicht ganz richtig. So, hier bin ich richtig. Ah, okay, weil es ist... Hat gerade relativ wenig Sinn für mich ergeben, dass das da nicht durchging, aber ist alles okay. Stirb. Ach so. Ich habe das Tee übersehen. Stirbt Lord Kumari, wird er wiedergeboren, zurückkehren. So hat er in verschiedenen Körpern die Entwicklung der Erde verfolgt. Lord Kumari prophezeite dein Kommen. Du bist der, der das Schicksal der Welt in Händen hält. Du bist endlich aufgewacht, Ark. Ich bin Lord Kumari. Bleib in Lhasa, bis es dir besser geht. Hier bist du sicher. Du wirst bald wissen, was du zu tun hast. Du kannst nun nicht mehr mit Pflanzen und Tieren sprechen. Nimm dies an dich. Es ist einer deiner ältesten Zauber von Lhasa. Ark erhält den Knochenzauber. Der heilt Krankheiten und Flüche. Lord Kumari, Mayo ist angekommen. Ich weiß. Bitte ihn zu mir. Lass mich durch. Ich gehe einfach durch dich durch, weil du zu langsam bist. So, jetzt können wir einmal zu Mayo. Hallo Mayo. Ha, endlich wieder da. Hallo Fremder, vielleicht können wir uns später unterhalten. Wenn du mit mir reden willst, musst du dich noch etwas gedulden.
Okay, dann laufe ich voraus, denn ich weiß, wo du hin willst. Und ich weiß, wo das Skript dich hinschicken wird. Nämlich zu Lord Kumari. Ich mache mir Sorgen um meine Enkelin. Du meinst Mailin? Leidet sie noch immer unter dem Tod ihrer Eltern? Ja, ständig kehrt sie zu dem Unglücksort zurück. Sie hat die Gabe, Illusionen zu erschaffen, die sie für real hält. Auch andere Menschen nehmen diese Illusionen wahr. Was ist denn mit Mailin? Du bist arg? Lord Kumari erzählte bereits von dir. Ich sprach gerade von meiner Enkelin. Ihr Name ist Mailin. Sie lebte mit ihren Eltern in Luran, doch dann kam der Krieg. Jetzt lebt sie bei mir, doch sie vermisst ihre getöteten Eltern. Daher spielt sie den ganzen Tag in den Ruinen Lurans. Wo Luran liegt? In der Wüste nordöstlich von hier, so sagt man zumindest. Ich war noch nie dort. Mailin hat mir nie den Weg verraten. Luran also? Dann werden wir uns halt nach Luran begeben. Wenn er das für richtig hält. Also, wenn Ark das für richtig hält. Nach Majos Meinung hat ja niemand gefragt. Ja, hier ist der Eklemata. Eklemata. Und hier wurde das erste Dorf der Menschen errichtet. Zumindest das erste Dorf, was wir kennen. Dort unten ist ein Schloss. Und wir überqueren jetzt den Yangtze, um in die Wüste Gobi zu gelangen. Boah, ein Sandsturm! Ich kann kaum etwas sehen! Ach! Hey! Wer war das? Warte! Boah, dieser Sandsturm! Boah, wie kann das Kind hier so durchlaufen? Was? Das soll eine verlorene Stadt sein? Wovon sprichst du? Merkwürdig, nur tagsüber sind alle Leute glücklich. Alles scheint nur eine Illusion zu sein. Eine Illusion, haben wir davon nicht gerade eben etwas gehört? Von wegen Illusion und Mailin? Temjin. Ich heiße Temjin. Ich bin der reichste Mann von ganz Luran. Dennoch bereitet mir etwas Sorge. Willst du hören, was mich bedrückt? Yo, was bedrückt dich? Ich sorge mich darum, was aus meinem Vermögen nach meinem Tod wird. Was soll ich tun? Nimm es mit, ganz einfach. Nimm es mit ins Grab. Es ist dein Geld. Das ist ein guter Vorschlag, Fremder. Danke, jetzt muss ich mir nicht mehr andauernd Gedanken machen. Hallöchen. Den ganzen Tag schufte ich. Niemand dankt es mir. Ich sprach nur mit mir selbst. Vergiss, was ich gerade sagte. Mailins Haus liegt direkt hinter diesem. Geh durch die Hintertür zu Mailin. Das geht schneller. Und was ist, wenn ich hier in diesen Keller gehe? Gar nichts. Aha, sehr interessant. Dann kann man aber noch in diese Öfen reingucken. Hier gibt es nichts. Gut, dann halt nicht. So, wir können einmal schon zu Mailin gehen. Wir dürfen dann nicht schlafen gehen, denn dann wird es storymäßig weitergehen. Und dann wäre es ziemlich schwierig, die Stadt zu erkunden. Aber das werdet ihr dann noch sehen, was ich damit meine. Bist du auf der Reise? Wir haben nicht viel. Doch sei unser Gast. Oder willst du etwas Bestimmtes? Ich suche nach dem Mädchen, Mailin. Ein Freund von Mailin? Sie ist zu Hause. Kriech doch in den Kamin hinein. Und das ist der Tipp, dass man in Kamine hineinkriechen kann. Willkommen! Wenn du möchtest, erzähle ich dir von dieser Stadt. Viele Reisende kommen nach Luran. Hier in der Wüste gibt es keine reiche Ernte, aber wir haben Taler. Dank der Taler können wir zufrieden und glücklich leben. Das hat sich ganz anders angehört, als Mario uns das erzählt hat. Von wegen zerstört und Krieg. Mailin.
Was willst du? Wer hat dich geschickt? Was, Mario? Ich lebe hier mit meinen Eltern und bin glücklich. Das ist mein Zimmer. Da hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Verlass auf der Stelle die Stadt! Ja, das hat sie schon mal gesagt. Okay, Mai Lin will uns hier nicht haben. Aber sie hat uns nicht zu befehlen, was ich hier machen darf und was nicht. Das heißt, wenn ich die Stadt erkunden will, dann darf ich die Stadt erkunden. Sie ist ein kleines Mädchen und hat mir sowas überhaupt nicht zu sagen. Abgesehen davon... Bist du ein Reisender? Ich wurde früher als Mönch ausgebildet. Ich fühle, dass die Dunkelheit diese Stadt bedroht. Ich bin schwach, bleibe aber hier, um andere zu warnen. Das soll eine verlorene Stadt sein? Ha, wovon sprichst du? Dort komme ich nicht entlang. Da komme ich auch noch nicht lang. Hier kann man durch, nützt einem aber nichts. Freu dich, wer weiß, was morgen geschieht. Ich leider. Ein Ratschlag. Einige Dämonen kämpfen in Formation. Um sie zu besiegen, brauchst du eine schlagkräftige Waffe. Nutze den Flammenspeer, um Monster an kalten Städten zu bekämpfen. Laden. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Hier hast du einen Bronzespeer, den brauchen wir aber ehrlich gesagt nicht. Das, was ich jetzt noch machen werde, ist... mich mit dem Flammenstab erneut auszurüsten. Hallöchen. Reisender, suchst du ein Hotel? Wo ist ein Hotel? Ich bin müde. Gibt es ein Hotel? Du findest es auf der linken Seite, nicht weit entfernt von hier. Die Mauer geben Schutz vor Sandstürmen und verwirrten Fremden. Und ich suche kein Hotel. Weißt du vielleicht, wo Mailin wohnt? Mailin, geh vom Dorfplatz aus nach links. Sie wohnt hinter Temjin. Du kannst hier alle Häuser besuchen. Wir sind wie eine Familie. Gut, aber ich war ja schon bei Mailin. Ich plane hier einen Eingang, falls ich durch diese massive Mauer komme. Und das muss man sich merken. Muss man nicht, es wird einem später noch gezeigt, aber dort hinten wird es wirklich einen Eingang geben und der ist essentiell zum Weiterkommen. Du musst erschöpft sein, ich habe dir ein Bett bereitgestellt, ruhe dich aus. Hallöchen. Es spielt keine Rolle, wo du herkommst, genieße hier den Tag. YOLO, Alter. YOLO. Da hinten ist nichts. Bitte schlaf im vorderen Bett. Gute Nacht. Oh, noch ein Gast. Ich bin Hedi. Ist es nicht eine nette Stadt? Alle sind so freundlich. Bleib doch. Okay, im vorderen Bett, sagte die Frau. Also werde ich im vorderen Bett schlafen. Und mal schauen, was der nächste Tag uns bringt. Andere Musik. Verfallene Wände. Hey, Ark, irgendwas stimmt hier nicht. Dieser Geruch. Es riecht nach verfaultem Fleisch. Und hier ist eine Wunderknolle. Dort, wo Hedi noch letzte Nacht genächtigt hat. Und warum es hier nach verfaultem Fleisch riecht. Das werden wir wohl oder übel erst in der nächsten Folge erfahren. Jetzt, Ark, guck nicht so gelangweilt. Denn ich weiß, was auf uns lauert. Nein, nein, das weißt du nicht. Doch, ich weiß, was auf uns lauert. Und ihr werdet es auch wissen in der nächsten Folge. Tschüssi.